Das Einkaufen auf Berlins größtem Wochenmarkt ist eigentlich Nebensache. Der Winterfeldplatz ist lässig und trägt ein gewinnendes Lächeln. Die ersten Gäste sitzen in den umliegenden Cafés und Restaurants. Die Spätaufsteher machen sich allmählich daran, ihren Kühlschrank fürs Wochenende aufzufüllen. Man lässt sich im Strom der Standbummler treiben. Wie Küsten tauchen rechts und links Stände auf und verschwinden wieder. Tomaten, Rattankörbe, eingelegte Oliven, kommen Sie her, kommen Sie ran. Der türkische Gemüsehändler verkauft jetzt 3 Papaya für 2 €. Natürlich ist es voll, natürlich ist es laut. Hallo, auch wieder da? How are you? Tudo bem? Der Kiez-Treffpunkt zeigt sich bunt. Da übt die Currywurst friedliche Koexistenz mit dem Scampi-Spieß und der arabische Imbiss grenzt an die japanische Sushi-Bar. Alle Welten fangen an zu schwingen. Aber nichts ist wirklicher als das Universum der Kinder auf dem vielleicht schönsten Spielplatz der Stadt mit der einzigartigen Kletterburg aus Gummi. Die Eltern treffen sich auf einen Latte Macchiato nebenan im Kaffeegarten des Puppentheaters Hans Wurst Nachfahren. Gehen wir gleich noch auf ein Bier ins Slumberland? Die Weltmusikkneipe, in dessen Räumen vor Jahrzehnten die berühmte Disco Dschungel ihre erste Bleibe hatte, öffnet nur am Markttag bereits mittags. Der Blumenhändler verkauft den Strauß bald zum halben Preis. Er kommt aus Brandenburg. Markttag in Schöneberg. Kraut und Rüben. Die Welt zu Gast.